Alter, was geht ab? Spielt kein Tong hier. Du hast wahrscheinlich keine Ahnung, wer ich bin. Ich bin der Typ, der Inkognito mit ohne Curveball mit Straightball gefangen hat. Wenn du zwar Kopfball geworfen hast, aber aus irgendeinem Grund gelbe Berge und ihn dadurch nicht gefangen hast. Ich glaube, ich war noch nie so gepumpt bei Pokémon Go, so Adrenalin geladen und dann der Wurf nicht großartig. Aber hey, der Kreis nicht rot oder so, gelb. Okay, es bricht aus und dann. Digga, was? Was? Heute, leide doch nicht. Inkognito, super saftig. Ich habe gehört, du bist ein krasser Gelber, der jetzt während des Events auf Level 40 kommen will. Ich bin auch ein krasser Gelber, der auch auf Level 40 kommen will. Schauen wir mal, wer von uns zuerst auf Level 40 kommt und wer leiden wird. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Das war gerade die richtige Begrüßung jetzt. Kleine Herausforderung an Spieletrend. Als ich das Video hochgeladen habe, dass ich Level 40 werden will, während des Events haben viele kommentiert, dass er das auch schaffen will. Dementsprechend muss natürlich eine Challenge her. Auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass er das sehen wird. Wie gesagt, ich versuche auf Level 40 zu kommen. Heute ist der erste Tag, beziehungsweise der zweite. Also heute ist Freitag. Gestern Abend ging es ja los. Theoretisch der erste Tag. Heute, aber der gescheite erste Tag, wo wir richtig spielen werden. Wir gehen zum Bordeaux-Platz. Da sind alle am Start. Wahrscheinlich durchgehend 6 bis 8 Module an und dann wird ein bisschen gegrindet. Ich habe nicht so viele Topsy-Bonbons wie Spieletrend. Also bei mir wird es ein bisschen schwieriger. Schauen wir mal, wie viel ich schaffen werde. Aber ich habe einige Ressourcen, also da geht schon einiges. Du bist ja direkt die 10er gezogen, 2-10er gezogen. Grüß dich. Schau mal. Erstens mal Lavi, ich habe letzte Leute zu sehen. Es geht. Jo. Schon nicht wieder zu sehen, noch nicht gesehen. Gerade ein bisschen Verstärkung geholt, dann geht's weiter, Halbzeit. Weiß nicht, was ich genau da einblenden kann. Ich meine, wir drehen nur Runden. Weiß nicht, wie ich das interessant für euch machen kann. Schmackhaft. Ein paar hunderttausend EP schon gemacht. Schauen wir mal, alle schlüpfen links und rechts ihre 10 Kilometer her, die sie aufgespart haben. Wir demnächst auch, werde ich euch zeigen. Aber was ich gerade herausgefunden habe, alte Eier geben nicht mehr Bonbons, was halt ernst behindert ist. Und Fünfer anscheinend auch nicht, also nur Zweier. Schauen wir mal, richtig behindert. Also wir machen jetzt eine kleine Pause, Verstärkung und dann geht's weiter. Schlüpfen ein paar Eier. Schauen wir mal, ob irgendwas Spannendes passiert. Bisher eigentlich nicht. Benni muss gleich gehen, das heißt, letzte Runde noch Hardcore ein bisschen Gas geben. Das heißt, ich muss hier die zwei Module hier schmeißen. Das heißt hier, du tust es, weil du so gütig bist. Ja, auf jeden Fall. Auf geht's. Ja, ich möchte auf jeden Fall die 38 noch machen.
Ich habe so wenig Zeit, weil ich halt arbeiten muss. Deswegen. Ja. Schauen wir mal. Müsste ja schon schaffen. Ja, ja. Das sind jetzt noch 800.000. Ah, ja. Die Powergondel wurde unterbrochen für Andratini. Was eigentlich ganz gut kommt, weil das Tempo von den zwei hätte ich nicht länger mithalten können. Schau sie mal, viele Carpe da auch. Ja. Ja, eins ist jetzt da. Das ja. Plus, dass ich jetzt auch den. Für Vögelwisch nicht auf das Carpe da zu klicken. Natürlich habe ich keine gelbe Bärme mehr. Echt nicht, oder was? Ich habe 180 davon. Das ist mein tausendster Platz. Das heißt, danach muss ich irgendwas entwickeln und wegschicken. Bevor ich auf das Cup dort rennen kann. 500, so, noch 600 Meter für die 10 Kilometer. Ja. Am besten starten wir jetzt schon das Glücksei, damit wir für die Eier auch noch Doppel-EP bekommen. Nicht, dass das dann wir das vollkommen verplant. Jetzt heißt es nochmal extra Power geben für diese Runde. Schauen wir mal, wie viel wir machen können mit 4-fach EP in dieser halben Stunde und 5-10ern und einem 5er. So, es geht los. Diesmal nur 5, keine 9. Ich habe in letzter Zeit nicht so viel gespielt. Ohne extra Bonbons, ne? Guter Start. Guter Start, Leute. Sehr schön. Der Typ, ey. Nice. Oh mein Gott, wieso habe ich kein GPS gehört? Die Farbe ist immerhin wichtiger. Tanzer, mein Freund. Bei V-Check, bei Tanzer. Sehr wichtig. HP? Ja, tot. Tschüss, Tanzer. Tja. Leider schon 200% Tanzers verpasst. Beide in der Nähe von mir. Echt leiden. Der ist tot. Der ist richtig tot. 100% habe ich auch schon. Es gab so viele beim Wasser-Event. Und das letzte. Mülltank 100%. Ihr wisst Bescheid. Und. Guter Start. Was schon. 20.000. Wir sehen uns. Und so werde ich auch noch einen 5er geschlüpft, obwohl ich nicht gegangen bin. Aus denen kommt auch nicht extra Bonbons oder was? Ein saftiges Anton. Anton, mein alter Freund. Ich bin eigentlich als Anton-Meister bekannt. Antagon-Meister. Wieso? Ich hatte eine Antagon-Armee früher. Ich habe immer mit der gekämpft. Okay. HP, Attack, Defense. Problem ist, ich habe schon 200%, aber das ist really strong. Also unser Freund Milos hier, kurz vor Level 38. Er ist echt krass geworden, wie er durch die Level zischt. Kannst du echt nicht glauben. Bisschen Gas gegeben. 36, 37, jetzt 38. Und haben wir es. Ja, da ist es. Was soll ich bekommen? Nur Müll eigentlich. Nur Müll? Ich war so enttäuscht, als ich. Ich war so enttäuscht, als ich 39 wurde. Eigentlich müsste ich einen vorbereiten auf Level 40, weißt du? Ah, ich habe keinen Screenshot gemacht. Oh, egal. Damn. Ich gelitten. No Instagram, no Facebook no, post. No fame, no nothing. It's no Hashtags. Module sind aus. Ich muss sie wieder schmeißen. Keine Ahnung, was hier los ist. Echt traurig, ich bin Hong. Die Module schmeißen muss. Wie, ich bin out of range. What the fuck? Ich war vor Ort. That's it. Ich habe 500.000 gemacht, weil ich den bei einem Mittel habe. Ich war nur halbfahrt. Machst du dann wieder? Hä? Machst du dann wieder? Alle vier. Die Runde geht davon. Ich habe nicht mehr so viel zu entwickeln. Deswegen Bad Boy Buddha, schaut mal beim Channel vorbei. Abziehen, du willst ihn lassen, hau mal die halt einfach mal weg. Yo. Überraschend viele Leute hier. War schon eins lang nicht mehr hier. Die Leute neben mir glotzen mich an. Standard. Schön zu sehen, dass viele Leute unterwegs sind. Das Wetter ist sogar relativ kalt, aber trotzdem viele Leute wieder da, aktiv dabei. Auf ein paar Zuschauer, die ich getroffen habe. Freut mich immer, wenn mich ein paar Zuschauer anquatschen.
Ansonsten drehe ich jetzt meine letzte Runde, das war's. Powerbank ist leer. Wenn die Powerbank leer ist, sollte man echt gehen. Vor allem meine hält über 8 Stunden. Fast 10 Stunden jetzt schon. Es reicht erstmal nach Hause ausruhen und dann vielleicht nochmal in der Nacht eine kleine Tour starten. Wer weiß. Mal schauen, was ich so mit dem Video hier anstellen kann. Eigentlich nicht viel gemacht, außer Kreise gedreht und gefarmt. Schauen wir mal. So, das war Tag 1. Bordeaux-Platz. Alle waren am Start. Richtig chillige Runde. Viel gefarmt. 950.000 gemacht, also fast 1 Million. Guter Start. Hab auch noch nicht so viel entwickelt an dem Tag. Werd nach Hause gehen, ein, zwei Entwicklungsrunden vielleicht noch machen. Bin relativ früh gegangen. Also was heißt früh, ich war 12 Uhr dort. Bin um 9 nach Hause gegangen. 9 Stunden, das ist eigentlich schon verrückt. Also die anderen sind noch bis 12 geblieben, 1, 2 Uhr in der Nacht. Das sind die wahren Verrückten. Ihr denkt, ich bin verrückt. Dann solltet ihr die mal kennenlernen. Ansonsten, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr am ersten Tag gemacht habt, wie erfolgreich euer Tag war, wie viele Millionen EP ihr gemacht habt oder wie viele 100.000. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.